Willkommen zu meinem neuesten Video. Heute Gehäuse für euch, wieder mal. Und zwar was Neues aus dem Hause Cooler Master, das Silencio S600. Und wie es der Name schon sagt, Silencio-Reihe, also quasi die gedämmte Art und Weise vom Gehäuse. Richtig aktuell erhältlich bei zum Beispiel Alternate für 99 Euro. Ich denke mal, ist jetzt nicht unbedingt das Billigste, aber wir gucken es uns jetzt einfach mal von nahen an. Knapp 21 cm breit ist das Gehäuse, eine Höhe von 47 cm und eine Länge von 47,8 cm. Also recht kompakt das Ganze, wenn man sich andere Midi-Tower anguckt. Sind wir schon wieder bei dem Punkt. Midi-Tower ist es. Ihr kriegt hier ATX-Mainboards und ATX-Netzteile rein. Ihr habt 7 PCI Express Erweiterungsslots. Besonders an dem Case ist das Echtglasfenster, was ihr hier auf der Seite findet. Dann nochmal komme ich zum Gehäusedeckel, der ist auch nochmal ein bisschen anders als bei anderen Cases. Und dann haben wir in der Front jetzt mal noch eine Klappe, welche schallgedämmt ist. Und dahinter kann man zum Beispiel noch ein 5,25 Zoll Laufwerk reintun, aber wir gucken uns das natürlich auch mal ein bisschen näher an. Die Klappe ist doch schon ein bisschen besonders. Zum einen, ihr könnt die wechseln, also ihr könnt die so bauen, dass die andersrum aufgeht. Und zudem, man sieht sowas nicht mehr allzu häufig bei Gehäusen. Dann haben wir nochmal den optionalen 5,25 Zoll Schacht und im Inneren kann man dann natürlich auch noch die Halterung entfernen. Wir haben im unteren Bereich noch einen Staubschutzfilter. Dieser ist ja aus Kunststoff und dahinter verbergen sich dann die Lüfter. Einer ist mit dem Lieferumfang in der Front enthalten und einer noch mit im Heck. Ich habe es soweit schon mal rausgebaut, zeige es euch dann allerdings noch. Die Frontklappe ist geräuschdämmend, hier dazu wie so eine Art Moosgummi drin, also das packt sich an sich ziemlich hochwertig an. Die Klappe ist zudem aus Metall, nee, aus Kunststoff, also das sieht schon ganz gut aus und von der Lackierung her sieht es auch ganz schick aus. Die Klappe schließt nicht bündig, wir haben hier ja so ein bisschen Abstand, wo halt die Luft angesaugt werden kann, wenn ihr die Lüfter hinten verbaut. Dann haben wir noch das Echtglas-Seitenteil. Im unteren Bereich ist hier keins. Da ist ja auch so eine Metallblende, die ist allerdings angenietet. Auf der Rückseite findet man dann den Einschub fürs ATX-Netzteil. Hier natürlich auch wieder entkoppelt. Im unteren Bereich ein Staubschutzfilter, dieser in solche Metallnasen eingehangen. Wir haben dann hier noch 7 PCI Express Erweiterungsslots. Die werden von innen rausgeschraubt. Hier nochmal so eine Blende gegen Staub oder Geräusche. Wer weiß, sind auf alle Fälle ein bisschen besser aus. Im oberen Bereich können wir dann einen 120 mm Lüfter installieren. Einer ist natürlich schon im Lieferumfang hier mit hinten auch enthalten, also sozusagen zwei. Die Seitenteile werden von hinten abgemacht, sogar das Echtglasfenster. Da habt ihr hier solche Handrädelschrauben. Lässt sich ganz nett machen, weil ihr könnt die Schrauben nicht verschmeißen, aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr dann oben das gelöst habt, kommt euch das Fenster dann entgegengeflogen. Die ist relativ klein hier und abgemacht und man kann es beiseite soweit stellen. Die linke Gehäuseseite ist ähnlich gemacht wie die rechte, hier auch mit diesen Handrädelschrauben und dann klassische Befestigung einfach nach hinten rausziehen und jetzt hier wieder so eine Dämmmatte reingeklebt. Die sorgt natürlich dafür, dass das Blech ein bisschen massiver wirkt und verwindungssteifer das Seitenteil ist. Ja, ansonsten, ob es jetzt hier unbedingt viel bringt, wenn auf der anderen Seite noch ein Echtglas Seitenteil ist, wobei von der Dichte her dürfte es ja eigentlich hinhauen für den Silent Case. Das Gehäuse ist schon voll verplant, hier soll ein wassergekühltes Gaming-System soweit rein. Jetzt sind nicht die allerneuesten und tollsten Teile, allerdings vollkommen ausreichend. Dazu habe ich schon mal ein bisschen mit dem Kabelmanagement angefangen. Ich habe schon mal ein Mainboard verbaut und ich fand jetzt, dass sich das ganz gut verbauen ließ. Ich finde auch hier diese Durchführung für die Kabel, die sind genau gegenüber zum Beispiel beim ATX. Also sozusagen kann man das Kabel gerade durchführen. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit im unteren Bereich drei 3,5 Zoll Laufwerke oder halt 2,5 Zoll Laufwerke zu verbauen. Hier könnt ihr auch nochmal zwei 2,5 Zoll Laufwerke verbauen. Also ihr habt soweit sehr, sehr viel Möglichkeiten hier SSDs und Festplatten reinzuknallen. Auf der Seite haben wir so ein bisschen abgesenkten Mainboard Tray. Hier passen nochmal ein bisschen mehr Kabel dahinter, hinter dem Board. Ungefähr 2 cm Platz für Kabel ist, denke ich mal, ausreichend, allerdings nicht allzu viel. Mit ein bisschen Geschick lässt sich das ganz gut verkabeln. Im unteren Bereich findet das Netzteil Platz, hier bis zu maximal 18 cm, würde ich aber niemandem raten, weil
diese Halterung für die HDDs geht nicht auszumachen und man muss bedenken, dass man jetzt hier in dem Bereich noch mal ein bisschen mehr Platz für die Kabel braucht. Oben ausreichend viele Durchführungen, um zum Beispiel zum Mainboard zu gelangen oder halt für PWM-Stecker, für die Lüfter und alles drum und dran. Also das ist ganz gut gemacht. Der Mainboard-Tray auch ziemlich verbindungssteif und die Aussparung für die Backplate finde ich jetzt auch ausreichend dimensioniert. Also hier sollte es eigentlich keine Probleme beim Kühlerverbauen geben. Im inneren Bereich sieht es ganz clean aus, minimalistisch. Wir haben zum einen eine Netzteilabdeckung. Hier haben wir nochmal drei Halterungen für 2,5 Zoll Laufwerke. Wir haben zwei Durchführungen im unteren Bereich, dann für die Kabel und also die Kabel zum Mainboard und zu den Festplatten. Dann haben wir hier nochmal eine Durchführung und hier sieht man schon an sich gut positioniert, um die Kabel durchzuziehen. Wir können jetzt hier im hinteren Bereich nochmal zwei 3,5 Zoll Laufwerke verbauen. Dann halt, wie gesagt, Mainboards mit bis zu einer Größe von ATX. Im oberen Bereich können wir noch 220 mm Lüfter oder 240 mm Lüfter reinzimmern und ja, ansonsten sehr, sehr schick verarbeitet das Ganze. CPU-Kühler mit bis zu einer Höhe von 16,6 cm passen rein, denke ich mal auch ganz okay. Und im vorderen Bereich kann man jetzt noch Radiatoren bzw. zwei Lüfter 120 mm verbauen oder halt zweimal 140 mm Lüfter. Ja, und dann halt noch den passenden Radiator. Einen 360er würde man auch noch reinkriegen, beziehungsweise könnte man auch noch verbauen, würde jetzt nicht viel Sinn machen, weil im oberen Bereich ist dann hier die Blende, diese Kunststoffblende, die müsste man dann aufmachen, um dass man doch ein bisschen mehr Airflow hier in das Ganze reinkriegt. Kommen wir zum Frontpanel, hier zweimal USB 3.0. Dann haben wir hier jetzt nochmal einen Reset-Button, der ist ein bisschen weiter versenkt, ein Power-Taster im Cooler Master Logo Design und dann haben wir noch einen SD-Kartenreader und noch einen Klinkeanschluss, also recht minimalistisch zwar gehalten, trotzdem sollte das vollkommen ausreichend sein. Noch eine kleine Besonderheit und das ist diese Klappe hier oben. Hier braucht man Fingernägel und jetzt kann man das abmachen. Darunter findet man dann 240 oder die halt 220 mm Lüfter. Die Klappe ist auch nochmal mit so einem Dämmmaterial versehen. Also sozusagen, um ein bisschen die Geräuschkulisse zu dämpfen. Falls ihr mehr Airflow im Gehäuse braucht, braucht ihr jetzt nicht hier oben auf einen Staubschutzfilter verzichten. Der ist im Lieferumfang enthalten. Das ganze Ding sieht dann so aus, wie bei anderen Gehäuse auch, und wird magnetisch gehalten. Bevor wir jetzt zu einem Fazit kommen, zeige ich euch nochmal die mitgelieferten Lüfter. Das sind 220 mm Lüfter vom Cooler Master, PWM gesteuert. Habe ich auch schon ausprobiert, sind relativ laufruhig und erzeugen keine unangenehmen Nebengeräusche. Dann haben wir hier, die habe ich ja jetzt schon ausgebaut, die Halterung für das 5,25 Zoll Laufwerk. Dann haben wir nochmal einen Beutel mit zum einen einem PWM-Verteiler, das ist auch ganz nett, dass sowas mit dabei ist. Dann haben wir noch das Befestigungsmaterial für die SSDs und für die Festplatten. Des Weiteren gibt es noch eine Garantieanleitung. Na, komm her. Und eine Gebrauchsanweisung, wie ihr was verbaut und wo welche Schraube so weit hinkommt. Kommen wir jetzt noch zu einem kurzen, knappen Fazit. Das Silenzo S600 finde ich persönlich echt gut. Qualitativ gibt es definitiv nichts zu meckern. Ihr habt auch viele Möglichkeiten, Hardware einzubauen und vor allen Dingen auch ja, Speichermedien, viele 2,5 Zoll Laufwerke, 3,5 Zoll Laufwerke und zudem noch ein 5,25 Zoll DVD oder Blu-ray Brenner, also eigentlich das richtige Case für eine Workstation, weil gerade wenn ich so ein bisschen an Workstation denke, denke ich immer an Video- und Fotobearbeitung. Fotobearbeitung ist ja immer schon so ein Stichwort. Man hat die Kamera, man muss die SD-Karte rausnehmen und hier oben hat man dann zum Beispiel kleinen SD-Kartenleser mit eingebaut. Und bei einer Workstation, wenn sie jetzt doch mal ein bisschen länger mal ein Video rendert oder so, ist es doch gar nicht so verkehrt, wenn das Ganze gedämmt ist. Das haben wir ja jetzt hier in dem Fall. Wir haben eine gedämmte Front, wir haben ein gedämmtes Seitenteil auf der linken Seite und nochmal ein Glasseitenteil für all jene, die trotzdem noch sehen wollen, was da drinnen passiert. Und zudem das Glasseitenteil tut ja auch noch ein bisschen mit, ja, die Geräuschkulisse minimieren. Soweit ist auch gesorgt für einen recht vernünftigen Airflow. Am Anfang sieht es ein bisschen sehr geschlossen aus, aber hier kommt trotzdem noch genug Luft rein, um dass ihr einen schönen Airflow von vorne nach hinten hinkriegt. Also egal so weit, wo man das Case hinstellt, ob nur unter den Schreibtisch oder oben drauf, gerade mit den gedämmten Elementen sollte das eigentlich im Bereich Workstation wirklich sehr, sehr gut
funktionieren und ihr solltet trotzdem unter voller CPU-Last hier eine angenehme Geräuschkulisse soweit generieren können. 100 Euro ist zwar schon ziemlich fettig, aber man muss bedenken, hier wird einem doch einiges geboten und wer jetzt wirklich sich ein Mainboard für 300, 400 Euro und einen richtig teuren CPU da reinknallt, dem sind glaube auch die 20 Euro für das Case mehr am Arsch gebacken, würde ich glatt behaupten. Richtig, das wäre es soweit zu meinem Video gewesen. Wenn es gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert das Ganze und das Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.